Gut, meine Damen und Herren, ich will Ihnen in diesem Vortrag die Entdeckung der RNS-Welt darstellen. Das habe ich hier oben geschrieben. Und ich habe die Entdeckung in Gänsefüßchen gesetzt. Und zwar deswegen, weil bis jetzt niemand die RNS-Welt gesehen hat. Weder in der Natur, so wie sie jetzt vorliegt, noch im Labor. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dem, was ich sonst in den Vorträgen mache, wenn ich sage, die Entdeckung der Onkogene oder die Entdeckung der repetitiven DNS, dann hat man diese Moleküle ja wirklich gefunden. Diese RNS-Welt hat man nicht gefunden, das ist also eine Konstruktion. Aber im Grunde ist es so, dass im Jahr 2014, in dem ich ja diesen Vortrag halte, praktisch alle Biologen davon ausgehen, dass es die RNS-Welt früher einmal gegeben hat. Und deswegen habe ich den Titel so gewählt. Aber in Gänsefüßchen eben. Ich habe geschrieben, die RNS-Welt ist eine Vorläuferwelt, aus der durch Evolution die moderne DNS-RNS-Proteinwelt hervorgeht. Und wie das zugegangen ist, die Entdeckung der RNS-Welt, das will ich Ihnen eben darstellen. Und dazu werde ich nur diese eine Tafel verwenden. Und ich werde das in zwei Teilen machen. Im ersten Teil des Vortrages werde ich Ihnen die Punkte Römisch 1 und Römisch 2 erläutern. Das ist die Basis der Entdeckung der RNS-Welt. Und dann im zweiten Teil des Vortrages mit dem Punkt Römisch 3, das ist die Entwicklung dieses Konzepts der RNS-Welt und der Beweis in Gänsefüßchen für die Existenz dieser RNS-Welt. Also zuerst die Punkte Römisch 1 und 2. Ich habe Römisch 1 geschrieben jetzt. Das Prinzip der Evolution und seine Ausdehnung auf die Zeit vor Luca. Luca steht für Last Universal Common Ancestor, der letzte universelle gemeinsame Vorfahr der lebendigen Zellen, des Lebens, das uns umgibt. Und das Prinzip der Evolution wird also jetzt ausgedehnt auf die Zeit vor Luca, also auf die Entstehung dieser Zelle. Und das steckt schon in der Bezeichnung Luca drin. Der letzte universelle Vorläufer, das würde man ja sagen, wenn man das von heute ansieht, dann wäre das der früheste Vorläufer. Wenn man aber jetzt vor Luca zurückgeht und sagt, Luca selber ist entstanden, dann ist Luca eben die letzte Zelle, die noch als universeller Vorläufer allen Lebens existiert hat. In dem Sinne ist es die letzte. Und deswegen steckt in der Bezeichnung Luca schon die Vorstellung, dass Luca das Produkt einer Evolution ist. Und dass das so ist, das will ich Ihnen eben in diesem Punkt Römisch 1 darstellen, wie man dazu gekommen ist. Und ich habe als erstes natürlich jetzt geschrieben, 1859 Darwin, die Entdeckung der Evolution. Der Titel ist ja der berühmte Titel On the Origin of Species by Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Das ist der ursprüngliche Titel. Der ist dann später verkürzt worden in die Kurzversion On the Origin of Species by Natural Selection. Und das ist also die Entdeckung der Evolution. Und diese Evolution ist ja unabhängig von dem Darwin auch entdeckt worden, durch den Alfred Russel Wallace, einen ganz berühmten englischen Naturforscher, einen Zeitgenossen von dem Darwin. Und die haben das also unabhängig voneinander entdeckt. Der Darwin ist so berühmt geworden dadurch, dass er eben dieses große Buch geschrieben hat und so viel, eine so ausgedehnte und wunderbare Begründung für diese Theorie gegeben hat. Und das Prinzip der Evolution kann man eben so sagen, das ist einmal das Phänomen und das sind einmal die Mechanismen, die zu dem Phänomen führen. Das Phänomen ist einfach, dass man sagt, ich kann aus einer Spezies zwei Spezies machen. Und dieser Verdopplungsprozess, diese Aufspaltung einer Spezies in zwei Spezies, dies kann ich beliebig oft wiederholen und so kann ich mir vorstellen, dass aus einer ursprünglichen Spezies auf der Erde durch diesen Verdopplungsprozess alle die Millionen und Abermillionen Spezies entstanden sind, die jetzt die Erde bevölkern. Und der Mechanismus, der das, diese Aufspaltung und diese Ausbreitung dann
verursacht, das ist eben die Tatsache, dass die Nachkommen anders sind als die Eltern, dass es mehr Nachkommen gibt, als Lebensraum haben und dass es deswegen diese Konkurrenzsituation gibt. Und das ist also die Vorstellung und deswegen kann man also sagen, der Darwin hat schon es für möglich gehalten und für wahrscheinlich gehalten, dass es mal einen einzigen Vorläufer für das gesamte Leben auf der Erde gegeben hat. Das will ich Ihnen vorlesen, das ist der letzte Satz von diesem Ursprung der Arten in der deutschen Übersetzung. Und da sieht man das also sehr schön, er schreibt, es ist wahrlich etwas Erhabenes um die Auffassung, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form eingehaucht hat und das, während sich unsere Erde nach den Gesetzen der Schwerkraft im Kreise bewegt, aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht. Sie sehen also, das ist die darwinsche Version von Luca. Und das ist also natürlich jetzt der Beginn der ganzen Geschichte. Und diese Evolution, die wird jetzt in der Folgezeit, natürlich wird man nicht anders erwarten, zurückverlegt. Man wird sagen, Luca ist auch durch Evolution entstanden. Der Darwin sagt ja noch, Luca ist der Organismus, dem das Leben eingehaucht worden ist. Aber man wird natürlich sagen, der Organismus ist auch durch Evolution entstanden. Und das sagt insbesondere dann der Oparin, ein russischer Biochemiker in der Sowjetzeit. Und der hat also eine Reihe von Büchern geschrieben, die alle mehr oder weniger den Titel tragen, Entstehung des Lebens auf der Erde. Das erste Buch dieses Titels ist 1925 oder so erschienen und alle 10 Jahre hat er das auf den neuesten Stand gebracht. Und darin verlegt er eben die, oder darin versucht er eben darzustellen, wie der erste Organismus auf der Erde entstanden ist. Und das Prinzip dieser Überlegung ist natürlich, dass er sagt, das Prinzip der Überlegung, das ist das Geniale daran, ist, dass er sagt, die Bausteine, die wir in der lebenden Materie finden, sagen wir jetzt die Aminosäuren oder die andere Bausteine, die können auch ohne das Leben existiert entstehen, abiotisch. Und das ist in der Frühzeit der Erde der Fall gewesen. Und unter diesen Bedingungen haben sich dann Zellen gebildet, lebende Zellen, die dieses Material, was ihnen von der Erde angeboten wurde, verwendet haben. Diese Zellen haben sozusagen im Schlaraffenland gelebt. Sie mussten das Material nur verwenden und organisieren zu der Zelle, die sich dann eben selbst vermehren konnte. Aber ansonsten lebten sie im Schlaraffenland sozusagen. Das ist also die auf den prinzipiellen Kern gebracht, die Vorstellung von dem Oparin. Und die Frage ist eben, wie sah die Erde am Anfang aus? Wann das war, das konnte man nicht genau sagen, wie lange das her war. Aber wie sah sie am Anfang aus? War es möglich, unter diesen Bedingungen, sagen wir mal Aminosäuren oder andere biologische Bausteine zu synthetisieren, ohne biologisches Leben? Das war also die große Frage. Und wie würde sich das dann organisieren zu dieser ersten Zelle? Das ist also die geniale Extrapolation von der Evolution zurück. Und das hat also der Oparin gemacht. Und dann habe ich Ihnen noch 2 weitere Arbeiten aufgeschrieben, 1952 Urey und 1953 Miller. Und Harold Urey, der hat sich also beschäftigt mit dem ursprünglichen Zustand der Erde und der Titel heißt in dieser Arbeit zum Beispiel On the Early Chemical History of the Earth and the Origin of Life. Das ist ja verständlich, worum es im Prinzip geht. Und der Urey hat also ein Modell gemacht, wie die Erdatmosphäre ausgesehen hat und wie die Bedingungen im Meer waren, in denen ja das Leben entstanden ist dann. Und der Miller, der Stanley Miller, der hat 1953 zusammen mit dem Urey
diese Hypothese experimentell getestet. Und das hat ein sensationell positives Ergebnis gegeben, hat also im Labor, in einer Glasapparatur, diese Ursituation nachgestellt und hat wirklich festgestellt, dass man unter diesen Bedingungen Aminosäuren machen konnte. A production of amino acids under possible primitive earth conditions. Das war natürlich ein sensationelles Ergebnis. Das konnte man wirklich dann auf der Papierchromatographie mit Ninhydrin sehen und dass man Aminosäuren gemacht hat. Das ist also diese Kurzform, Kurzdarstellung jetzt, was ich geschrieben habe, das Prinzip der Evolution und auf seine Anwendung vor Luca. Luca ist sozusagen also schon das Produkt von Darwin und man verlegt das zurück und kommt eben auf die Möglichkeit dieser Entstehung des Lebens auf der Erde unter abiotischen Bedingungen. Und die Frage ist also jetzt natürlich, wie sah das Leben vor Luca aus? Und dazu hat man sich natürlich jetzt gesagt, wenn man das rekonstruieren will, muss man natürlich jetzt wissen, was die prinzipielle Biochemie von Luca ist. Und die will man ja rekonstruieren, aber damit man das kann, muss man erstmal wissen, was macht Luca denn eigentlich im Prinzip. Und das hat sich erst 19, sagen wir mal, das wusste man erst mit ziemlicher Sicherheit recht spät, im Jahre 1966. Vorher wusste man das gar nicht ganz genau. Das hat natürlich, sagen wir mal, 6, 7 Jahre vorher hat man das ungefähr gewusst, aber man kann sagen, 1966 hat man genau gewusst, wie Luca im Prinzip funktioniert, nämlich DNS, RNS und Protein. Das war der Weg. Und das ist folgendermaßen entstanden, das habe ich jetzt hier nur ganz kurz natürlich zusammengefasst, Römisch 2, habe ich geschrieben, Luca ist ein DNS-RNS-Proteinorganismus. Das ist erst 1966 wirklich klar gewesen. Also ziemlich spät eigentlich. Ich habe Ihnen nur eine Arbeit dargestellt, auf dem Wege zu dieser wichtigen Erkenntnis, und das ist diese einzige Arbeit von Nierenberg und Mattei. Der Titel heißt The Dependence of Cell-Free Protein Synthesis in E. coli upon Naturally Occurring or Synthetic Polyribonucleotides. Die Abhängigkeit der zellfreien Proteinsynthese in Escherichia coli von natürlich vorkommenden oder synthetischen Polyribonukleotiden. Das ist folgendes. Die beiden haben das also fertiggebracht, jetzt ein zellfreies System der Proteinsynthese aus E. coli zu machen, das abhängig war von exogener RNS. Man hatte Systeme, die die endogene Proteinsynthese im Reagenzglas weitermachten. Aber der Witz war der, dass dieses System hier erschöpft worden ist und dass man dann das System reanimiert hat, sozusagen durch Zugabe von exogener Messenger-RNS und exogener RNS. Und das bewies, dass es so etwas gibt wie Messenger-RNS. Wenn man Tabakmosaikvirus-Genom-RNS gab, dann bekam man radioaktives Protein. Und wenn man das mit Trypsin spaltete, das Material, und auf einen zweidimensionalen Fingerprint ansah, dann sah man, dass da tryptische Peptide drin waren, die in dem Hüllprotein vom Tabakmosaikvirus waren. Und wenn man zum Beispiel Poly-U nahm als synthetisches Polynukleotid, dann wurde Polyphenylalanin synthetisiert. Das konnte man kaufen, das Material kalt, und konnte sehen, dass das, was radioaktiv gemacht wurde, Polyphenylalanin war. Und das war natürlich jetzt der Durchbruch. Jetzt wusste man, man hat wirklich Messenger-RNS. Es gibt so etwas wie Messenger-RNS. Und man konnte damit sogar dann den genetischen Code aufklären. Man konnte nämlich Folgendes machen. Man konnte zum Beispiel das Poly-U nehmen und sanft mit Alkali anspalten sozusagen. Nicht vollständig hydrolysieren, sondern nur sanft spalten. Dann gab es Mononukleotide, Dinukleotide, Trinukleotide, Tetranukleotide und so weiter. Die konnte man auf die RE-Zellulose trennen in die einzelnen Fraktionen. Und dann konnte man die einzeln an das Ribosom binden. Und dabei konnte man sehen, das Kleinste, was noch an das Ribosom band, das war das Trinukleotid, UUU. Und wenn man das Ribosom also jetzt nahm, Kohli-Ribosom und UUU da dran band, dann war das Ribosom imstande, Phenylalanyl-tRNS aus dem Löslichen zu binden. Konnte man ja radioaktives Phenylalanin nehmen
Und dann wurde das über die Transferase an das Ribosom gebunden, wenn man UUU gab. Und das ohne UUU gab es keine Bindung. Und so konnte man also jetzt hergehen und alle Triplets testen. Man konnte versuchen, viele die Triplets zu synthetisieren. Und das hat vor allen Dingen zum Beispiel an der Corana mitgemacht. Und dann konnte man also diese Triplets binden und dann konnte man herausfinden, welche Aminosäure wird durch welches Triplet an das Ribosom gebunden. Und so hat man den ganzen Code aufgeklärt im Prinzip. Und dabei hat sich gezeigt, dass jedes Triplet eine Aminosäure bindet, aber dass es so ist, dass eine Aminosäure durch verschiedene Triplets gebunden wird. Und so ist der Code also dann auf diese Weise aufgeklärt worden und 1966 war der Code bekannt. Und entsprechend hat man also dann in dem Jahr 1966 das Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology in den Vereinigten Staaten, die ja Aufklärung und der Struktur, der Funktion des genetischen Codes gewidmet. Das habe ich geschrieben, 1966, Cold Spring Harbor Symposium, The Genetic Code. Diese Cold Spring Harbor Symposien, die sind sehr interessant für denjenigen, der rekonstruieren will, wie eine bestimmte große Entdeckung im Grunde entstanden ist, gemacht worden ist. Weil diese Symposien immer so organisiert sind, dass wenn ein wichtiges Feld, eine wichtige Frage entscheidend vorangekommen ist, dann hat man dieses Symposium dieser Frage oder dieser Entdeckung gewidmet. Dann sind 20, 30 Gruppen, die daran wesentlichen Anteil hat, aus aller Welt in Großbringhaber eben zusammengekommen und haben das alles vorgetragen. Und dann hat man 30, 40 Veröffentlichungen in einem großen Band alles dieser Frage gewidmet. Also wenn man sich interessiert für die Entdeckung der Onkogene zum Beispiel, dann gibt es ein entsprechendes Symposium über die Onkogenentdeckung und da kommt man also sehr schön, kann man also das Ganze historisch wunderbar sehen. Und so ist das hier 1966. Mit dem Symposium The Genetic Code. Da hat man also jetzt alle 64 Triplets identifiziert und ihre Funktionen identifiziert. Mit einigen Unsicherheiten, was die Terminationskodonen und die Initiationskodonen betraf. Aber ansonsten hatte man also alle 64 Triplets in ihrer Struktur und Funktion identifiziert. Und mit diesem Symposium, da war es jetzt klar, also LUCA ist ein DNS-RNS-Proteinorganismus. Der Kern war eben, dass man jetzt endlich sicher war, dass es so etwas gab wie Messenger-RNS zwischen der DNS und dem Protein. Und deswegen ist also dieses Jahr 1966 in dem Sinne eben so entscheidend geworden. Denn wenn man das jetzt weiß, dann kann man natürlich sagen, jetzt wissen wir also, wie LUCA im Prinzip funktioniert hat. Und jetzt wissen wir auch, was wir durch die Evolution vor LUCA erklären müssen. Wir müssen also die Evolution so gestalten, dass LUCA entstanden ist. Ein DNS-RNS-Proteinorganismus. Und das ist ja nun ein außerordentlich komplexer Organismus. Und es ist also wirklich schwierig, sich jetzt vorzustellen, wie ein so komplexer Organismus in der vorherigen Zeit, in den vorherigen 200, 400, 500 Millionen Jahren, entstanden sein soll. Und das habe ich jetzt unter Punkt 3 geschrieben. Kann man sich einfachere Zellen, aus denen LUCA durch Evolution hervorgeht, vorstellen? Und das kann man. Und wie die Vorstellung aussieht, das werde ich Ihnen im zweiten Teil dieses Vortrages erläutern. Gut, meine Damen und Herren, dann kann man also sagen, er stellt sich die Frage, das habe ich eben hier geschrieben, kann man sich einfachere Zellen, aus denen LUCA durch Evolution hervorgeht, vorstellen? Und das kann man wirklich. Und das sieht ja erstmal, wenn man die Frage gestellt bekommt, eigentlich sehr schwierig aus. Man steht ja eigentlich etwas hilflos davor. Wie sollen diese einfacheren Zellen aussehen? Und man kann aber, wenn man schlau ist, wenn man klug ist, eine sehr gute Vorstellung darüber machen. Und das haben zwei Leute gemacht, das sind die Arbeiten von Orgel und von Crick. Die haben also diese Vorstellung entwickelt und über diese einfachen Zellen, aus denen LUCA hervorgeht. Und das haben sie im Zusammenhang
von Überlegungen gemacht, die ich Ihnen hier unten jetzt darstellen will. Und diese beiden Arbeiten, die sind parallel nebeneinander im Journal of Molecular Biology veröffentlicht worden im Jahre 1968. Und das sind diese beiden Arbeiten hier. Und die beiden Arbeiten sollen auch zusammen gelesen werden. Die Autoren sagen eben, sie haben das zusammen besprochen alles und sie stimmen in ihren grundlegenden Schlussfolgerungen überein. Und man soll diese beiden Arbeiten, die also nebeneinander veröffentlicht sind, in dem gleichen Heft vom Journal of Molecular Biology auch gemeinsam lesen. Die erste Arbeit, die ich hier besprechen will, ist die von dem Orgel, also 1968 Orgel. Der Titel heißt Evolution of the Genetic Apparatus. Genetic Apparatus soll heißen DNS-RNS-Protein. Hat also nichts zu tun irgendwie mit Mitose oder sowas. Das ist DNS-RNS-Protein. Darum geht es, um die Evolution dieses Systems. Und der Orgel hat sich also überlegt, der kriegt eben auch, dass man sagen kann, wenn man sich dieses moderne System DNS-RNS-Protein ansieht, dann sieht man darin im Grunde eine Art Arbeitsteilung, dass die Nukleinsäuren im Wesentlichen eben die Funktion haben, die Information zu speichern und die Proteine die Funktion haben, die Funktion auszuüben dann, die Information in praktische Tat umzusetzen, durch Enzyme zum Beispiel. Und diese Arbeitsteilung ist das Charakteristische dieser DNS-RNS-Proteinwelt. Und da man kann ja jetzt sagen, die Information gibt keinen Sinn ohne eine praktische Umsetzung. Sie hat zumindest keinen praktischen Wert. Und die Umsetzung ist nicht denkbar ohne die Information, sodass sich diese beiden Moleküle gegenseitig bedingen und beide Funktionen werden gebraucht. Und das ist eben das Problem der Evolution, dass sich beide Moleküle nur gleichzeitig entwickeln können, entstehen können. Das wäre also die direkte Schlussfolgerung. Und wenn man aber darüber nachdenkt, dann muss man sagen, vielleicht ist es doch möglich, beide Funktionen, die man braucht, die Informationsspeicherung und die praktische Umsetzung, in einem Molekül zu finden. Und dann muss man sich sagen, wenn ich hier also Nukleinsäuren und Proteine habe, wäre also die Frage, kann ich beide Funktionen, die Informationsspeicherung und die enzymatische Aktivität, vielleicht nur in den Nukleinsäuren finden oder nur in den Proteinen? Dann könnte ich ein Leben nur mit Nukleinsäuren oder nur mit Proteinen aufbauen. Eine Zelle nur mit Nukleinsäuren oder nur mit Proteinen aufbauen. Und das war die schlaue Idee, diese Frage zu stellen. Und der Orgel beschäftigt sich also jetzt damit, so sich zu fragen, gibt es eine Zelle nur mit Proteinen oder gibt es eine Zelle vielleicht nur mit Nukleinsäuren? Und kommt zu dem Schluss, dass er sagt, eine Zelle nur mit Protein, die wird es wohl kaum geben können, denn dem Protein fehlt nun vollständig die Fähigkeit, sich selbst zu verdoppeln. Da kann man allerlei Konstruktionen machen. Man kann sagen, man hat ein Protein, was vielleicht nur positive Aminosäuren hintereinander hat und ein komplementäres Protein dann mit den negativen Aminosäuren, also Arginin und Lysin, und komplementär wäre Asparaginsäure und Glutaminsäure. Man kann allerlei solche Überlegungen anstellen, die werden aber sehr schnell sinnlos. Und man kommt also zu dem Schluss, dass ein Leben ohne oder ein Leben ausschließlich auf der Ebene von Proteinen wohl unmöglich sein dürfte, wegen der Unmöglichkeit dieser Replikation, diese Verdopplung, diese Selbstverdopplung zu organisieren. Und wenn man sich das aber fragt, wie ist es denn jetzt mit den Nukleinsäuren, dann ist die Schlussfolgerung nicht ganz so eindeutig. Man kann sagen, wenn ich sage, ich hätte jetzt eine Zelle, die enthält, sagen wir mal jetzt nur RNS, dann könnte man sagen, die Informationsspeicherung ist kein Problem. Die Verdopplung geht eben über die Basenpaare und so weiter. Und die enzymatische Aktivität, die könnte ich auch finden, wenn ich annehme, dass die einzelsträngige RNS sich in eine komplexe Raumstruktur faltet und in dieser Struktur Enzymaktivität hat. Das wäre ja jetzt nicht mehr so unmöglich.
und dass die einzelsträngige RNS sich in eine komplexe Raumstruktur faltet, das wusste man 1968, zumindest auf dem Papier, von der Transfer-RNS. Die Primärstruktur der Transfer-RNS, die war aufgeklärt worden, dafür war auch der Nobelpreis vergeben worden, ich glaube, er ist 1968 dafür vergeben worden. Und das wusste man also, dass die einzelsträngige RNS eine solche Raumstruktur annehmen würde. Wie gesagt, man hatte nur die Primärstruktur aufgeklärt, aber man hatte das auf dem Papier zumindest da entwerfen können. Solche Modelle, Sie kennen ja das, die Clubber-Leaf, also das Papiermodell der Transfer-RNS. Und das ist also eine vernünftige Annahme und insofern hat Herr Orgel also gesagt, ein Leben, eine Zelle, die nur RNS enthält, die wäre ohne weiteres denkbar. Das muss man natürlich offen lassen, ob die RNS wirklich enzymatische Aktivität hat. Das hatte niemand je entdeckt und man wusste das nicht und das war wahrscheinlich unwahrscheinlich, man weiß es nicht, musste man offen lassen. Aber aus dieser Weise würde man also die RNS-Zelle konstruieren können und die habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Das ist jetzt die Zellmembran hier außen, wie die aussieht und wie die entsteht, diese Zelle, und wie die Membran aussieht, das ist eine ganz andere Frage. Darüber, über die Membran, hat man sich jetzt auch gar keine Gedanken gemacht und dann hat gesagt, in dieser RNS-Zelle gibt es die RNS, hier als doppelsträngige RNS gezeichnet und hier als einzelsträngige RNS gezeichnet. Das wäre also der ideale Informationsspeicher und diese einzelsträngige RNS mit dieser Gestalt, die hätte enzymatische Aktivität. Zum Beispiel eine Replikase. Die RNS würde so repliziert werden, dass die komplementären Basen oder die komplementären Bausteine, sagen wir mal die Nukleoside oder die Phosphate oder die Triphosphate, was auch immer, über die Basenpaarung an die RNS binden und dann werden die zusammengenäht mit Hilfe eines Enzyms. Und dieses Enzym ist RNS, das ist die Replikase. Das muss man fordern. Und außerdem gibt es dann wahrscheinlich andere einfache Enzyme. Ich habe hier nochmal die Gase und RNase geschrieben. Also der Orgel schreibt also die Replikase und die RNase, die ja sehr nützlich wären, die Gase und die RNase für die Biochemie. Und außerdem habe ich hier noch diese roten Punkte gezeichnet, das sollen Aminosäuren sein. Das soll andeuten, dass diese Zelle ja in einer Art Schlaraffenland jetzt lebt. Die Bausteine, die sie braucht für die RNS-Synthese, die sind in großen Mengen vorhanden. Davon geht man aus. Das liefert die Umgebung. Die sind abiotisch vorhanden. Und die Zelle hat nur die Aufgabe jetzt, diese Bausteine, in diesem Falle also die Bausteine für die Nukleinsäuresynthese, aufzunehmen und in das Zellsystem zu verwandeln, zu polymerisieren. Und dann hat man dieses System, was sich selbst repliziert. Das ist die Vorstellung. Das wäre natürlich jetzt ein relativ einfaches System. Kleine, kurze Oligonukleotide, die sich auf diese Weise selbst replizieren könnten und einen komplizierten Stoffwechsel brauchen die ansonsten nicht, denn sie leben eben im Schlaraffenland. Das ist die Vorstellung von dem Orgel, die eben von dem Crick geteilt wird. Und die andere Arbeit, die daneben veröffentlicht worden ist, 1968 Crick, The Origin of the Genetic Code. Dabei geht es also um den Ursprung des genetischen Codes. Und der Hintergrund ist natürlich jetzt der, dass man sagt, der genetische Code, so wie er jetzt identifiziert worden ist mit 64 Triplets und 20 Aminosäuren, die da kodiert werden, der ist natürlich viel zu kompliziert und das muss dafür irgendeine einfachere Vorstufe gegeben haben. Und die Frage ist, wie sieht diese einfachere Vorstufe aus? Und da sagt der Crick Folgendes, er sagt, in dieser RNS-Zelle, in dieser RNS-Welt, ist ein Urribosom entstanden. Und dieses Urribosom, das ist nur RNS. Ein RNS-Molekül oder zwei RNS-Moleküle, sagen wir mal jetzt ein RNS-Molekül, zwei RNS-Moleküle, sagen wir mal in Anlehnung an das, was wir heute finden. Zwei RNS-Moleküle und diese RNS-Moleküle machen eben das Ribosom. Und dieses Ribosom hat die Fähigkeit, Eiweiß zu synthetisieren. Diese RNS enthält die katalytische Aktivität, die Peptidbindung zu machen.
Das ist die großartige Forderung. Und außerdem ist es so, dass in dieser Zelle jetzt noch die Transferness entsteht, die Fähigkeit hat, sich selbst, wahrscheinlich sich selbst, mit der Aminosäure zu beladen. Und dann habe ich ein System, in dem die RNS-Zelle jetzt Protein machen kann. Denn das Ribosom soll die Fähigkeit haben, die Peptidbindung zu katalysieren. Ich stelle die Transferness zur Verfügung, die Fähigkeit haben soll, sich selbst mit der Aminosäure zu beladen. Und dann habe ich ein System, das einsträngige RNS in Protein übersetzen kann. Im Triplet-Code jetzt zum Beispiel. Und man wird annehmen, dass es, oder man muss sagen, dass das ein Triplet-Code ist. Warum das so ist, das werde ich noch erläutern. Der Krieg nimmt also an, dass in dieser RNS-Welt hier eine Zelle entstanden ist, die das Ribosom und die Transferness entwickelt hat. Und die Transferness in der Version, die sich wahrscheinlich dann selbst oder möglicherweise selbst belädt damit mit der Aminosäure und damit eben die Proteinsynthese erfunden worden ist. Das wäre jetzt ein biochemisch sehr einfaches System der Proteinsynthese. Die RNS ist das Enzym, was die Peptidsynthese katalysiert. Das ist der Kern dieser Geschichte. Und die Transferness natürlich. Und das wäre also ein einfaches biochemisches System. Dieses System ist jetzt aber in dem Sinne von dem Crick nicht nur einfach biochemisch, sondern er sagt sich, das Ganze muss nicht nur biochemisch viel einfacher sein als das, was wir jetzt haben, sondern es ist wahrscheinlich auch von der Information her viel weniger informationshaltig als das, was wir heute haben. Und er sagt, heute hat man ja 64 Triplet und 20 Aminosäuren, das braucht man im Prinzip gar nicht, sondern er sagt, möglicherweise ist es so, dass zu dieser Zeit nur zwei Basen, Nukleobasen verwendet worden sind, sagen wir mal G und C, und die RNS-Moleküle also nur G und C enthielten als Basen. Und das würde im Triplet-Code bedeuten, dass man nur 8 Triplets zur Verfügung hat, 2 mal 2 mal 2. Und das würde bedeuten, man würde, sagen wir mal, ein Triplet nehmen für die Initiation, eins für die Termination und 6 Triplets für die Proteinsynthese. Dann würde man 6 Aminosäuren kodieren können und dann würde man also auf diese Weise einfache Peptide, größere Peptide, einfache kleine Proteine machen können, die eben nur 6 Aminosäuren enthielten. Das wäre jetzt also, dass man sagt, auch von der Information her wäre das sehr viel einfacher natürlich. Ein biochemisch sehr einfaches System und ein von der Information her sehr einfaches System. Und der Witz ist aber der, dieses einfache System, das könnte sich jetzt bruchlos entwickeln zu dem modernen System. Bruchlos heißt kontinuierlich. Und das ist das Prinzip der Kontinuität. Und dieses Prinzip der Kontinuität, das verlangt für den Krieg, dass er sagt, dieser Code, der hier in der Zelle gewesen ist, der hier verwendet worden ist, der ist von Anfang an ein Triplet-Code. Denn wenn ich in einem Triplet-Code das mir so vorstelle, wie ich es dargestellt habe, und ich nehme jetzt ein neues Basenpaar dazu, A und U zum Beispiel, dann würde man sagen, gut, dann habe ich jetzt zwei neue Basen, aber ich habe ja den Triplet-Code. Das heißt, ein Messenger, der vorher für ein Protein von 20 Aminosäuren kodiert hat, macht das immer noch. Ich habe jetzt nur zwei neue Basen da drin. Einige der alten Aminosäuren, die ich jetzt habe, werden die alten Aminosäuren sein und außerdem habe ich einige neue Aminosäuren. Das ist das Prinzip der Kontinuität. Wenn ich vorher einen Duplet-Code gehabt hätte und würde jetzt einen Triplet-Code einführen, dann würde ich ja das alte vollständig sinnlos machen alles. Das heißt also, ich kann dabei sagen, ich kann neue Basenpaare einführen. Das ist kein Problem. Aber ich könnte nicht den Duplet-Code in einen Triplet-Code überführen. Dann würde ich alles zerstören, was ich je bekommen habe in der Evolution, in der biochemischen Entwicklung. Und deswegen ist das wichtig, dieses Prinzip der Kontinuität immer genau zu beachten. Und das verlangt eben für den Krieg, dass eben ein Triplet-Code ursprünglich von Anfang an vorhanden gewesen ist. Das habe ich jetzt in dieser Zeichnung nochmal zusammengefasst. Das wäre also jetzt die RNP-Zelle. Die Zelle, die aus der RNS-Zelle hervorgeht und jetzt die Fähigkeit hat, auch Eiweiß zu synthetisieren. Die RNP-Zelle. Der Krieg sagt eben, das wäre die doppelsträngige RNS.
als Informationsspeicher. Das wäre die RNS als Enzym, genau wie hier. Replikase, Ligase, RNase. Und neu ist jetzt eben das Ribosom. Das habe ich hier mal so symbolisiert. Reine RNS, die Transfer-NS, die sich selbst belädt. Das ist dieser rote Punkt, der diese Aminosäure darstellen soll. Und dieses System ist imstande, eben einzelsträngige RNS als Messenger-RNS zu interpretieren und Eiweiß zu machen. Das ist die Proteinsynthese und das soll jetzt so ein Eiweiß symbolisieren. Und ich habe darunter geschrieben, nur zwei Basen-Fragezeichen, nur 8 Triplets-Fragezeichen, nur 6 Aminosäuren-Fragezeichen. Das ist also dieses einfache System, das ist also die RNP-Zelle. Und das würde jetzt also so sein, dass man sagt, die Evolution hätte ich auf diese Weise jetzt weit vor Luca zurückverlegt. Ich würde sagen, am Anfang habe ich die RNS-Zelle. Und diese RNS-Zelle baut eine RNS-Welt auf. Eine vielfältige, außerordentlich vielfältige RNS-Welt aus. Mit den verschiedensten Versionen dieser RNS-Zelle. Die eben miteinander konkurrieren. Das ist ein ganz, die miteinander konkurrieren. Und in dieser RNS-Welt, da habe ich die Entstehung der Proteinsynthese, so wie ich es dargestellt habe. Die RNS-Welt ist ja jetzt sehr einfach und die Proteinsynthese ist auch erst sehr einfach. Diese Entstehung dieser einfachen Proteinsynthese und dann habe ich dabei diese RNP-Zelle. Und diese RNP-Zelle wächst sozusagen zu einer RNP-Welt hoch und zerstört dabei die RNS-Welt. Und in dieser RNP-Welt, da entsteht eine Zelle, die jetzt DNS synthetisieren kann. Die Zelle habe ich hier jetzt nicht mehr gezeichnet. Und diese Zelle wächst jetzt wieder hoch und schafft eine DNS-RNS-Proteinwelt. Und diese DNS-RNS-Proteinwelt zerstört die RNP-Welt. Das ist also ein durchgehender Prozess nur von Evolution. Von hier an bis zur heutigen Zeit ist das ein durchgehender Prozess, in dem nur Prozesse der Evolution bestimmen, wie das Ganze vor sich geht. Und das ist also das Modell, was daraus entsteht. Und diese Entstehung dieser Zelle, das ist natürlich jetzt eine offene Frage, ob es für diese Zelle eine einfachere Zelle wiederum gibt, die man sich vorstellen kann, die durch Evolution, die hier sozusagen vorne angehängt würde, oder ob man sagt, diese Zelle entsteht jetzt auf eine ganz andere Weise, nicht durch diesen Evolutionsprozess, der sich hier eben anschließt. Aber man muss sich klar machen, in diesem Modell ist es so, dass von dieser RNS-Zelle durchgehend diese Prozesse der Evolution verantwortlich sind dafür, dass die heutige Welt mit die heutige DNS-RNS-Proteinwelt entstanden ist. Das ist also eine Vorstellung davon. Und Sie sehen also, diese Zelle hier, die ist natürlich schon sehr, sehr einfach, wenn man das vergleicht mit dem heutigen System. Es ist nur RNS. Die lebt im Schlaraffenland und sie kommt wahrscheinlich mit sehr wenig Enzymen aus. Und das ist natürlich, ein ganz großer Unterschied gegenüber dem, was man heute auch in den einfachsten Zellen schon hat. Gut, das ist also die großartige Vorstellung, die sich ergibt aus den Überlegungen von Orgel und Crick. Das ist jetzt natürlich nicht Orgel und Crick, so wie ich das jetzt dargestellt habe, im Sinne der Evolution schon formuliert, sondern dass die einzelnen Teile werden vorgeschlagen. Und die einzelnen Teile, die entscheidenden Teile, die vorgeschlagen werden dabei und die notwendig sind, um das hier zu machen, die habe ich Ihnen hier unten nochmal rausgeschrieben. Aus dieser Arbeit folgt eben die Frage, hat einzelsträngige RNS eventuell enzymatische Aktivität? Das kann man natürlich nur in den Raum stellen, das ist ja klar, mehr kann man nicht machen. Und aus dieser Arbeit folgt die Frage oder der Vorschlag, dass man sagt, es gibt möglicherweise ein Ur-Ribosom, das nur aus RNS besteht. Das schreibt der Crick genauso in diesem Kapitel über dieses System der Proteinsynthese. Und gibt es Ur-Transfer-NS? Das wäre sein Modell in der Erfindung der Proteinsynthese. Das sind die beiden entscheidenden Fragen. Hat einzelsträngige RNS enzymatische Aktivität? Gibt es ein Urribosom nur aus RNS? Gibt es Urtransfer-NS, die sich vielleicht selbst belädt? Und das Interessante dabei ist jetzt, dass man diese beiden großen Fragen später bejahen konnte. Man hat also Experimente gefunden,
die beide dieser Fragen positiv beantworten. Und das ist der entscheidende Punkt dabei jetzt. Diese beiden Arbeiten selber so sind eigentlich weitgehend vergessen worden. Man hat das war zu fernliegend dabei, diese Idee enzymatisch aktiver RNS und die Idee eines Ribosoms, was selber die Peptidbindung katalysiert. Eines einen RNS-Ribosoms, was die Peptidbindung katalysiert. Das lag so fern, dass man es praktisch vergessen hat. Und man hat aber dann diese beiden Voraussagen experimentell zum großen Erstaunen der Beteiligten bestätigt gefunden, sozusagen. Aber man hat gar nicht nach der Bestätigung gesucht, man hat es also zu seiner Verblüffung so gefunden. Das habe ich jetzt geschrieben. Die 1982 folgende wird die enzymatische Aktivität von einzelsträngigen RNS gefunden. Das sind also ungefähr 15 Jahre später, als man das hier vergessen hatte im Grunde. Und die Arbeiten, die habe ich Ihnen jetzt im Stichwort nochmal hier aufgeschrieben, wie das 1982 folgende gefunden wurde. Im 82 ist das also Kruger et al., das ist die 28S-RRNS von Tetrahymena. Und das ist ein Ziliat und die 28S-RNS, die RNS der großen Untereinheit, die hat ein Intron und das Intron wird von der RNS selber rausgeworfen. Und das hat man entdeckt und das war die erste Entdeckung einer Enzymreaktion, die gemacht wurde von der RNS selber ohne Eiweiß. Das war natürlich, ist damals als Sensation empfunden worden. Wenn man das hier genau im Kopf gehabt hätte, dann wäre das nicht so als Sensation empfunden worden. Aber es ist als Sensation empfunden worden und es hat also einige Zeit gedauert, bis man das so realisiert hat, den Zusammenhang mit dieser Vergangenheit. 1983 die nächste Arbeit, Guerrier Takada et al., eine andere Arbeitsgruppe, die Arbeitsgruppe von dem Altmann, da ging es um die RNase P. Das ist eine RNase, die bei der Prozessierung der Transferrnase eine Rolle spielt und eine RNase. Und diese RNase besteht aus RNS und also Protein und RNS. Das war erstaunlich, dass man also in diesem Enzym RNS hatte. Und man hat dann festgestellt, dass die RNS der enzymatisch aktive Teil des Moleküls ist. Die RNS konnte man reinigen und die RNS alleine machte diese Spaltung, diese RNase-Spaltung. Nicht ganz unter physiologischen Bedingungen, aber das ging doch recht gut. Und das ist 1983 gemacht worden. Diese beiden, die Leiter dieser beiden Arbeitsgruppen, das ist der Thomas Cech und der Altmann hier, die haben einige Jahre später, 1988, den Nobelpreis dafür bekommen, für diese Entdeckung der enzymatischen Aktivität von RNS. Dadurch sind jetzt die Viroidforscher, die ich Ihnen hier unten nochmal aufgeschrieben habe, leer ausgegangen. Das war die nächste Entdeckung der enzymatisch aktiven RNS. Darüber habe ich Ihnen ja in dem vorigen Vortrag ganz genau berichtet. 1986 Hutchins et al., das war Avocado Sunblotch Viroid, die Oligomeren von dem Plus-Genom und die Oligomeren von dem Minus-Genom und die sich selbst zerlegten. Das ist Hutchins et al. Ein Jahr später Forster und Simons, das ist die gleiche Gruppe, auch der Simons wieder, und Hutchins war auch der Simons, das war das Modell der Hammerkopf-Struktur. Im gleichen Jahr Uhlenbeck, der hatte diese Struktur zerlegt in eine Enzym- und eine Substratsequenz und hatte die synthetisiert in vitro und gezeigt, dass das Ganze in vitro wirklich eine Spaltung machte. Da war es aber ja so, dass die Enzymsequenz und die Substratsequenz beide noch sehr komplex waren. Und das ist ja geändert worden 1988, Hasselhoff und Gerlach. Da ist das so zerlegt worden, dass die Substratsequenz sehr einfach war und die ganze Komplexität in der Enzymsequenz war. Und dann funktionierte das auch. Das war eben die Entwicklung dieser Hammerkopf-Ribozyme. Das habe ich Ihnen ja ganz im Detail alles vorgestellt. Und da hat man also, kann man also sagen, 15 Jahre nach dieser Arbeit hat sich die Hauptvoraussage, die Hauptforderung dieses Systems, die enzymatische Aktivität einzelsträngiger RNS, eben experimentell gefunden. Das war natürlich nun ganz toll. Und hier war es ja so, die Hauptvoraussage war ein Urribosom nur aus RNS, was dann also die Peptidbindung knüpfen sollte. Und das Sensationelle war, dass man bei der Strukturanalyse des Ribosoms und bei den ganzen biochemischen Analysen des Ribosoms letztendlich gefunden hat, dass die Aktivität, die im Ribosom
die Peptidbindung macht, eine Aktivität der ribosomalen RNS ist, der RNS der großen Untereinheit. Das ist die Sensation gewesen. Normalerweise ist es ja so, dass alle in dieser ganzen Vorstellung die Enzymaktivitäten nachher alle von Proteinen übernommen worden sind. Aber ausgerechnet bei der Peptidsynthese ist das nicht der Fall gewesen. Ausgerechnet bei der Peptidsynthese hat die RNS, so wie der Crick das damals vorausgesagt hatte, die Fähigkeit zur Peptidbindungsknüpfung gehabt und behalten, ist nicht ersetzt worden durch Eiweiß. Das ist natürlich nun eine spektakuläre Situation. Das hat sich im Jahre 2000 herausgestellt bei der Röntgenstrukturanalyse letztendlich dann des Ribosoms. Ich habe das also jetzt hier nur noch zwei Arbeiten dafür aufgeschrieben. Die erste ist im Grunde die hier untere, das ist die gleiche Arbeitsgruppe. Bahn et al., The Complete Atomic Structure of the Large Ribosomal Subunit at 2.4 Angstrom Resolution, also die Röntgenstrukturanalyse, und dann daraus gemacht 2000 Nissen et al., The Structural Basis of Ribosome Activity in Peptide Bond Synthesis, also die strukturelle Basis der Ribosomen, der ribosomalen Fähigkeiten, die Peptidbindung zu machen. Man kann eben sehen, richtig in dem Ribosom, dass an der Stelle, wo die Peptidyltransferase und die Aminoacyltransferase sitzen, dass an der Stelle gar kein Eiweiß ist. Und da muss ja die Peptidbindung geknüpft werden. Und das ist also eine riesige Masse natürlich von 20 oder 30 Jahren Biochemie und enormer Arbeit. Aber das ist die Sensation, die dabei entstanden ist. Dass ausgerechnet eben dass überall, sagen wir mal so, die RNS-Moleküle, die enzymatische Aktivität der RNS-Moleküle durch Proteine übernommen worden ist, nur ausgerechnet beim Ribosom, bei der Peptidbindung, das nicht der Fall gewesen ist. Und das ist ja das Tolle, dass der Crick das eben, dieses Urribosom so gefordert hat. Nun, das ist also die Situation, und weil das so ist, glaubt natürlich heutzutage, also im Jahre 2014, praktisch jeder Biologe, dass diese RNS-Welt, dieses System, was ich Ihnen hier jetzt dargestellt habe, RNS-Welt, RNP-Welt, DNS-RNS-Protein-Welt, so von auseinander hervorgegangen sind. Das ist also ein kontinuierlicher Prozess, in dem nur die Prozesse der Evolution stattfinden. Das ist eine komplexe RNS-Welt. In dieser komplexen RNS-Welt ist eine RNP-Zelle entstanden. Es hat eine komplexe RNP-Welt gegeben, die hat die RNS-Welt ersetzt. In der RNP-Welt ist eine DNS-RNS-Proteinzelle entstanden, LUCA. Und diese Zelle hat die moderne DNS-RNS-Proteinwelt entstanden, und diese Welt hat diese Vergangenheit wieder verdrängt. So ist das. Nun, das ist also dieses System, was ich Ihnen darstellen wollte, und auf diese Weise wollte ich Ihnen eben darstellen, das, was ich hier die Entdeckung der RNS-Welt genannt habe. Nun, ich will dazu noch zwei kurze Anmerkungen machen. Das eine ist, dass man sagen kann, wenn man diese RNS-Welt sieht, dann wird man natürlich sagen, von dieser RNS-Welt gibt es wahrscheinlich nichts, was wir heute noch in der modernen Welt irgendwie finden können. Es gibt wahrscheinlich kein Relikt der RNS-Welt. Dazu kann man eine Anmerkung machen. Man kann die Vermutung äußern, das ist natürlich etwas weit hergeholt bis zum gewissen Grad, aber man kann die Vermutung äußern, dass die Viroide vielleicht Viren sind, die schon in der RNS-Welt existiert haben. Für die Viroide wäre das ja nicht schlecht, denn das sind zirkuläre, ganz kleine RNS-Moleküle. Und klein müssen sie sein, denn große RNS-Moleküle kann man da nicht replizieren, dazu ist das alles zu ungenau. Und die Viroide können sich möglicherweise, sieht man ja auch an ihrem modernen Leben, können sie möglicherweise sich mal selbst ganz auf der Ebene von RNS alleine vermehrt haben. Man sieht das ja zum Beispiel an dieser Selbstspaltung, an der Selbstzerlegung. Also es wäre nicht unmöglich zu sagen, dass die Viroide ganz entfernte Abkömmlinge sind von Viren, die schon in dieser RNS-Welt existiert haben. Das ist aber natürlich jetzt nur eine Anmerkung, eine weniger bedeutende Anmerkung. Die zweite Anmerkung ist realistischer, und da geht es um Folgendes. Wenn Sie sich das ansehen, dieses Schema, dann hat man hier also aus der RNP-Welt die DNS
RNS-Proteinwelt. Und hier hat man also das Ribosom. Das Ribosom entsteht hier und geht natürlich in LUCA, in einer modernen, besseren Version, verfeinerten Version, findet man das in LUCA. Und in LUCA gibt es ja dieses Ribosom nur in einer Version. Als kleine und große Untereinheit, eine einzige Version. Eine RNS der kleinen Untereinheit und eine RNS in der großen Untereinheit. Und alles moderne Leben ist aus LUCA entstanden. Und das bedeutet nun auf der anderen Seite, dass man sagen muss, die Sequenz der RNS in der kleinen Untereinheit, als Beispiel jetzt genommen, die ist vielfältig geworden. So wie die Organismen in der Evolution ungeheuer vielfältig geworden sind, so ist die Sequenz ungeheuer vielfältig geworden. Und wenn man jetzt hergeht und die Sequenzen der kleinen ribosomalen RNS aus den verschiedensten Organismen bestimmt und vergleicht, dann kann man die Vielfältigkeit quantitativ fassen. Und das Interessante ist jetzt, dass man aus dieser Vielfältigkeit der modernen Sequenzen rückschließen kann auf den Weg, den die Evolution von LUCA zu den modernen Organismen genommen hat. Das ist das Großartige dabei. Und wie das gemacht wird, das will ich Ihnen in dem nächsten Vortrag darstellen. Und ich will Sie sehen hier, das muss man nicht unbedingt an der 16S-RNS machen, sondern man kann im Grunde sich überlegen, dass es auch andere Moleküle gibt, die diesen langen Weg zurückgelegt haben von LUCA, in dem diese Moleküle in einer Version vorlagen, bis zu der modernen Version, zu der modernen Vielfalt. Das ist natürlich auch die große ribosomale Untereinheit und ihre RNS, aber man könnte auch sagen, in LUCA gibt es sicherlich, muss es geben, eine DNS-abhängige RNS-Polymerase. Und diese Polymerase, die hat sich entwickelt. Hier war das eine Polymerase, heute sind es viele Polymerasen, viele Varianten. Vielleicht können wir da auch diesen Rückweg machen. Und wenn wir das können, dann können wir ganz analog wie mit der 16S-RNS oder der 28S-RNS des Ribosoms auch da die Evolution rekonstruieren. Und das kann man wirklich machen. Und das will ich Ihnen, wie man das macht, das will ich Ihnen eben in dem nächsten Vortrag darstellen.